So, da wären wir wieder. Und hier hat sich alles verteilt, das heißt, wir können alle Türen zumachen. Klick. Und wir springen mal zum nächsten. Die Rebellen sind immer noch nicht da. Das heißt, ich gehe mal dahin. Wir erkennen einen Rebellen-Scout, der einen Outpost angreifen will. Okay, wir können jetzt den Outpost verteidigen, also die Station, oder weiterfliegen. Natürlich verteidigen wir die Station. So, altes Prinzip. Raketen schon mal auf die Schilde. Und vertraut mir, die Kämpfe werden später wesentlich interessanter. Am Anfang ist halt immer das Gleiche. Oh, die Rakete ist daneben. Das ist gar nicht gut. Dann halt den Burst Laser auf die Schilde. Nee, komm, Burst Laser auf die Waffen. Wir schießen ja dreimal einen Schadenspunkt. Das heißt, der erste Schadenspunkt müsste die Schilde ausschalten und der Rest müsste das da kaputt machen. Wenn dann alle treffen, was recht unwahrscheinlich ist. Piu, piu, piu. Oh, doch, sehr schön. Gut gemacht. Hutz. Nee, Hutz. Hat auch schon ein paar Erfahrungspunkte gesammelt. So, nächster Schuss geht auf Schilde. Nächster Schuss geht auf die Waffen. Die kommen im Reparieren gar nicht hinterher. Bisher will er auch nicht fliehen. Das ist schon mal sehr gut. Und komm, einen Treffer noch, dann müsste er Geschichte sein. Wieder auf die Waffensysteme. Ich will nicht, dass du uns Hüllschaden verursachst. Und kaputt. Ja, sehr schön. Jetzt kriegen wir einmal Beute von dem Schiff und wahrscheinlich nochmal eine Belohnung von dem Outpost. Deswegen lohnt es sich meistens, bei solchen Sachen auch einzuschreiten. Auch wenn man auf der Karte ein Hilfesignal sieht, bedeutet es meistens, dass da ein feindliches Schiff zwar lauert, aber auch, dass man dann zwei Belohnungen bekommt. Einmal durch das Schöne des Schiffes und einmal durch die Rettung der entweder Station oder des anderen Schiffes. So, continue. Und genau, schon wieder was bekommen. Nichts ist kaputt. Gleich weiterspringen. So, jetzt sehen wir hier Warnung. Da kommen die Rebellen. Das heißt, wenn ich jetzt zu einem dieser ganzen Sektoren hier ganzen Sprungpunkte springen würde, müssten wir gegen die Rebellen kämpfen. Und das sind unendlich viele. Das heißt, man macht es meistens so, dass man einfach die Gegner hinhält und dann wegspringt. Also es dauert eine Weile, bis der Sprungantrieb aufgeladen ist. Ja, so lange muss man halt einfach nur überleben. So, das heißt, wir springen jetzt mal dahin, um dann im nächsten Sprung zu dem Geschäft zu springen. Inzwischen haben wir auch schon 108 Scrap, das müsste reichen. Und wir treffen sofort auf einen Scout. Und sie laden sofort ihren Sprungantrieb auf. Okay. Dann Burst Laser auf Sprungantrieb. Und sie haben ein Drohnensystem, aber keine Drohnen aktiv. Ist auch interessant. Also Drohnen können ganz viele Aufgaben übernehmen. Antrieb ist schon mal kaputt, sehr schön. Also ja, Drohnen können entweder uns direkt angreifen, weil sie fliegen immer um uns rum und schießen zwischendurch. Sie können aber auch ihn beschützen und dann unsere Raketen abschießen oder sogar unsere Laser, was extrem praktisch ist. Es gibt aber auch Drohnen, die Systeme reparieren können in unserem eigenen Schiff oder auch die losfliegen und das andere Schiff sabotieren. Aber das kann ich euch gleich zeigen, wenn der Kampf hier vorbei ist. Erstmal wieder aufs Waffensystem. Und kaputt. Sehr schön. Zwei Treibstoff, eine Rakete, 20 Scrap. Und keine Belohnung, weil kein Schiff gerettet werden musste. So, jetzt Schiff. Ausrüstung. Hier haben wir das extra Drohnen-Chassis. Haben wir noch nicht installiert. Wenn wir es installiert haben, werden hier zwei Slots freigeschaltet. Und da kann man dann zwei von den verschiedenen Drohnen reinsetzen. Also man kann nicht sagen, dass dieselbe Drohne einmal verteidigen, einmal angreifen soll. Es gibt halt immer extra Drohnen für eine spezielle Aufgabe, die man auch finden oder kaufen muss. Was dann meistens recht schwierig ist, aber na gut, fertig. Wir wollen springen und zwar, wir sind jetzt näher angerückt, zu dem Geschäft. Da wollen wir unser Scrap ausgeben. Es ist nur ein anderes Schiff an diesem Sprungpunkt und es zeigt schwere Schäden. Wir bekommen ein Signal. Gegrüßet, Reisende. Wir sind verwundet worden von einer Gruppe von Piraten und müssen jetzt unsere armen Habseligkeiten verkaufen, um die Ressourcen zu bekommen, nach Hause zu gelangen. Ja, okay. Wir können kaufen. Einmal Drone Control, was ich gerade erzählt habe. Kostet aber 80 Scrap. Wir könnten einen Tarngenerator kaufen, aber da fehlt leider ein wenig Währung. Wir können neue Crew kaufen.
Das ist doch mal sehr cool. Das mache ich, glaube ich, gleich. Denn um das nächste Schiff freizuschalten, gibt es auch einen Erfolg, in Anführungszeichen, dass man 6 verschiedene Aliens an Bord haben muss. Und das wären schon mal 2. Einmal ein Engi und einmal ein Mantis. Die haben auch jeweils andere Fertigkeiten. Zum Beispiel der hier verursacht doppelten Schaden im Nahkampf, bewegt sich schneller, kann dafür aber langsamer reparieren. Der hier ist genau das Gegenteil. Der verursacht nur die Hälfte des Schadens, kann aber doppelt so schnell reparieren. Außerdem haben die Engi den Vorteil, dass sie Sachen aus der Entfernung reparieren können. Nicht auf unserem Schiff, aber bei besonderen Encountern im Weltall. Wenn man irgendeine Station findet, wo man nicht rankommt, zum Beispiel wegen einem Asteroidenfeld, können die aus der Entfernung versuchen, die Station zu reparieren. Das heißt, man sollte eigentlich immer einen Engi dabei haben. So, das heißt, ich mache einfach mal so. Wir kaufen den da, wir kaufen den da. Wir reparieren uns einmal voll für 2 und haben jetzt noch 31 über. Wir haben genug Treibstoff, Raketen haben wir nur 10 in Anführungszeichen, aber das ist kein Problem. Denn mittelfristig ersetze ich die Raketen immer durch einen Laser. Das heißt, wir sind hier fertig, haben jetzt 2 neue Crewmitglieder. Unseren Engi schicke ich mal in das Triebwerkssystem. Und ihn hier stelle ich einfach in dem Raum ab, damit er jeden angreift, der unser Schiff boarden will. Weil er ja doppelt so viel Schaden macht wie normale Charaktere. So, jetzt sind wir soweit gut ausgerüstet. Ich gehe nochmal ganz kurz auf unser Schiff. Wir haben noch 30 Schrott. Wir könnten Schilde erhöhen. Der Haken ist nur, wir kriegen erst ab der 4. Stufe einen neuen Schildpunkt. Das heißt, wir brauchen eigentlich 50 Punkte, um einen weiteren Schild zu bekommen. Und dann brauchen wir auch noch 2x Energie, um die neuen Schilde auch mit Energie zu versorgen. Also brauchen wir 50 für die Schilde und 40 für die Energiebalken. Also mal eben 90 Scrap. Lohnt sich also nicht, das zu machen. Wir könnten aber den Antrieb weiter ausbauen. Weil wir dadurch halt mehr Ausweichen bekommen. Ihr seht unten rechts, wir haben momentan 2 Punkte. Also haben wir Ausweichen 10. Wenn wir 15 Scrap benutzen würden, hätten wir Ausweichen 15. Und dazu dann halt noch die Flugkunst des Piloten und des Triebwerksassistenten. Das mache ich, glaube ich, mal. So, fertig. Und schon haben wir 20 Ausweichen. Sehr schön. Sprung. Oh, die holen ganz schön auf. Man muss doch immer darauf achten, wo man hinspringt. Also, dass es auch wahrscheinlich eine Verbindung von da aus weitergibt. Aber wenn wir zum Beispiel da hinspringen würden, wüsste ich nicht, ob wir bis da hinkommen und dahin. Ich denke mal, wenn man dahin gehen würde, müsste man dahin zurückfliegen, um dann weiterzukommen. Und bis dahin wären die Rebellen längst angekommen. Also gehen wir nicht nach unten, sondern sagen wir mal dahin. So, keine Lebenszeichen in Scanner-Reichweite. Das heißt, hier ist einfach nichts. Dann springen wir gleich weiter. Rebellen rücken weiter nach. Wir springen bis da, um dann hoffentlich bis da springen zu können. Sobald wir an diesem Sprungbuch angelangt sind, entdecken wir einen Hilferuf. Scans zeigen einen Föderationstransporter, der von Rebellen angegriffen wird. Da helfen wir doch sofort. So, Rakete auf Schilde. Wie ihr sehen könnt, wir haben zwar den Antrieb ausgebaut, aber ich habe kein Scrap mehr gehabt, um noch Energie zu holen. Das heißt, wir kriegen diesen Punkt gar nicht, leider. Aber gut, ich hoffe mal, nach diesem Kampf haben wir noch Scrap, um uns Energie für den Reaktor zu holen und dann die Energie da reinzuleiten. Ich mache jetzt auch mal Autofire an, da nur der Burstlaser schießt und wir eigentlich eh immer durch deren Schilde kommen. Und der ist eh gleich kaputt. Ein Treffer jetzt noch und das war's. Genau. Komm schon, gib uns schön viel Schrott. 2 Treibstoff, 2 Raketen, 18 Schrott. Und danke, dass ihr uns geholfen habt. 2 Treibstoff, 1 Drohne und 24 Schrott. Sehr schön. Schiff und Reaktor einmal erhöhen. So. Und 25 ausweichen. Ja, das wird langsam. Rebellen kommen immer näher. Das heißt, wir springen nicht dahin. Da kommen wir garantiert nicht weg. Wir springen dahin. Und dann nähern wir uns auch schon langsam den Ausgang. Oh. Sobald ihr ankommt, gehen eure Anzeigen an mit Warnungsmeldungen. Ein Pirat in der Nähe benutzt erweiterte
Hacking-Werkzeuge und hat versucht, unsere Antriebe auszuschalten. Unsere Crew hat es geschafft, sie noch einigermaßen funktionell zu halten. Und wir greifen an. Oh, das heißt, wir sehen hier, die beiden wurden gleich ausgestrichen. Blau. Und wir haben die Energie gut geschrieben bekommen. Das heißt, wir haben ausweichend nur noch 15. Nicht gut. Aber gut, den kriegen wir trotzdem genauso schnell down wie die anderen, denke ich mal. Eine Rakete dahin. Der hat ja auch nur einen Schildpunkt. Komm schon, Rakete. Ist gleich aktiv und Feuer. Genau, und Laser hinterher. Oh, dafür, oh oh. Dafür ist deren Laser bei uns durchgekommen durch die Schilde und hat unseren Sauerstofftank beschädigt. Das heißt, jetzt geht nach und nach der ganze Sauerstoff flöten. Aber der Engi schafft das schon, sehr schön. 3 Treibstoff, 18 Scrap und sonst nichts. So, Sauerstoff ist wieder auf einem akzeptablen Wert, 95%. Du zurück zum Triebwerk. Der Rest ist da, wo er sein soll. Wollen wir uns irgendwas kaufen für den Scrap? Wir könnten das Ganze nochmal machen. Also nochmal Antrieb, nochmal Energie. Aber ich würde eigentlich lieber auf die Schilde sparen. Ja, das mache ich doch mal. Sprung. Und dahin. Ihr kommt an eine zerstörte Space Station. Sie ist anscheinend verlassen und man entdeckt nur leichte Lebenszeichen. Dann gucken wir mal nach Überlebenden. Um euch herum ist der Gestank von Tod und Verwesung. Plötzlich? Oh oh. Plötzlich bückt sich eins unserer Crewmitglieder und fängt an, sich zu übergeben. Irgendeine Art von Krankheit muss diese Station ausgelöscht haben. Wir ziehen uns zum Schiff zurück, aber das Crewmitglied hat es leider nicht geschafft. Dafür bekommen wir 14 Scrap. Wer ist gestorben? Unser Engi. Schade. Na gut. Jetzt am Anfang ist es noch nicht so schlimm, wenn man Crewmitglieder verliert. Solange man mindestens 3 hat. Im Idealfall natürlich 4. Später ist es nur sehr schmerzhaft, wenn die halt schon recht hoch aufgelevelt haben. Aber das ist halt noch nicht so sehr jetzt. Das heißt, wir springen einfach weiter. Mit nur noch 4 Crewmitgliedern. So, dahin. Und danach kommen wir hoffentlich zum Ausgang. Ein Asteroidenfeld. Nein. Ihr kommt in einem Asteroidenfeld an und werden sofort von einem Rebellenskrad angegriffen. Der hat nicht mal Schilde. Das ist sehr gut. Dann wird er durchgehend von Asteroiden bombardiert und müsste gleich sterben. Wir aber eventuell auch. Nee, sehr schön. Und gleich weiterspringen. Ganz schnell weiterspringen. Treibstoff, eine Rakete, 18 Scrap. Sind wir irgendwie beschädigt? Nein. Schild ist weg. Schild ist wieder da. Das können wir so weit halten. Trotzdem sollten wir hier weg. Und zum Exit-Punkt. Dahin. So, wir sind am Ende des Sektors angekommen. Sobald unser FTL-Drive, also Faster Than Light Drive, aufgeladen ist, können wir weiterspringen. Aber unsere Scanner zeigen intelligentes Leben auf dem Planeten. Es gibt keine Daten über sie in der Datenbank. Wir könnten das jetzt erforschen oder wir könnten es ignorieren. Ich habe nicht wirklich Lust, unsere Leute wieder irgendwo hinzuschicken und dann kommt einer nicht zurück. Das ignorieren wir mal. So, Antrieb ist voll. Und zum nächsten Sektor. Jetzt haben wir eine Auswahl, wo wir hinspringen wollen. Aber das ist die Kette von Sprüngen, die wir machen müssen, um irgendwann beim Endboss anzukommen. Also wir können entweder unten rum, wo wir erstmal 2 Zivilsektoren hätten, aber danach einen feindlichen Sektor. Oder wir könnten oben rum, wo wir niemals durch einen feindlichen Sektor müssten, wenn wir die richtige Route nehmen. Also darum. Aber dafür kommen wir durch sehr viele Nebel. Nebel haben Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist, dass die Rebellen wesentlich langsamer hinterherkommen. Man hat also wesentlich mehr Zeit, alle Sprungpunkte abzuklappern. Aber man hat keine Scanner. Das heißt, man sieht nicht, wenn auf seinem eigenen Schiff irgendwo Feuer ausbricht oder Leute einen boarden und dergleichen. Trotzdem werde ich den Nebel nehmen. So. Nebulas sind immer gefährliche Plätze. Manche elektronischen Geräte könnten ausfallen. Du musst dich vorsichtig bewegen.
Okay. Wie ihr sehen könnt, sind die ganzen Räume jetzt dunkel geworden. Das heißt, wir wissen nicht, was da passiert. Momentan natürlich kein Problem, weil kein Kampf da ist. Aber mitten im Kampf achtet man halt nur auf die vier Räume. Und plötzlich wird in einem Raum rot. Man wundert sich, was ist denn los? Macht dann die Tür auf und sieht, dass das ganze restliche Schiff brennt. Das ist dann nicht so toll. Aber na gut, machen wir erstmal einen kleinen Cut und sehen uns in der nächsten Folge wieder und erforschen dann diesen Nebula. Also bis gleich.